Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Wir beginnen heute mit dem Helden in einer anderen Dimension Modus. Ich will vorher nur kurz dieses Minispiel noch anspielen. Ehrlich gesagt, wirklich Bock hab ich auf den Heldenmodus jetzt nicht, weil ich weiß, dass der wirklich sehr ekelhaft sein kann. Ein Meteor rast auf uns zu. Gib ihm ordentlich eins mit dem Schläger. Drücke irgendein Button, um die Powerleiste aufzuladen. Schwinge dann den Joy-Con im richtigen Moment. Ich glaube, das wird nicht toll. Dorf in Gefahr, Land in Gefahr, Welt in Gefahr. Ich glaube, ich war gut genug, um die Runde zu gewinnen. Ja, halt, Timings, Minispiel. Oh, der eine ist schon weg. 444, also der war krass. Ja, locker. Locker! Das Minispiel ist einfacher als das Holzhacken. Digga, man musste. Ich dachte, dreimal reichen. Das sehe ich schon. Das machen wir gleich neu. So. Der blaue war auch sehr gut. Zwischen mir und dem wird's knapp. Ja, dafür muss man wahrscheinlich alles perfekt machen. Also, ja, wie gesagt, ich und der Blaue sind als Einzige drin. Das wird close, aber ich hab gewonnen. Jawohl. Ist einfacher, das Minispiel, meiner Meinung nach. Na dann, machen wir uns jetzt auf. Das Ding an Helden in einer anderen Dimension ist, je nachdem, wie viele Sammlerobjekte hat, verändert sich das Ending. Und wenn man ein Sammlerobjekt einmal verpasst, kann man es nur noch durch Resetten der gesamten Stage wiederbekommen. Und die Stages sind ja ähnlich wie in dem Modus, ne? Trotzdem mies. Toll. Ich habe aber eigentlich nicht vor den Endbusts. Neues Spiel. Helden in einer anderen Dimension. Die Gesänge von Heines haben einen Riss im All verursacht. Dieser führt in eine andere Dimension. Ein herausfordernder, actionlastiger Modus für Kirby und seine Traumfreunde. Im Inneren einer Heldentür kannst du Kirbys Fähigkeit ändern oder einen Traumfreund austauschen, bevor es weitergeht. Dein Rang wird nach dem Kampf gegen den letzten Gegner festgelegt. Sammle Freundesherzen, um den Ausgang zu beeinflussen. Oh Gott. Und ja, wir starten tatsächlich hier beim Final Boss Raum und müssen in dieses Portal gehen. Und ja, der Modus, hat tatsächlich gar nicht so unrecht. Okay. Ja. In welchem? Das Design ist sehr cool, muss ich jetzt schon mal sagen. Vor allem hier, was da drin sich so spiegelt, das sieht geil aus. So, erstes von 30 in dieser Stage. Das heißt, es gibt 4 Level, oder? Und wir bekommen Kampf. Man muss die Fähigkeiten wirklich auch gut kennen, oft. Was ein Problem werden könnte, weil das tue ich nicht. Ja.
Diese Freundespower ist jetzt nichts Neues. Und wir bekommen das zweite Herz. 120 gibt's insgesamt. 105 sind mein Ziel, weil das, soweit ich weiß, das ist, was man braucht. Für... Oh, das Timing hat gesessen. Für den stärksten Final Boss. 30 pro Stage. Also, hier müssen wir warten. Ich bin nur recht froh, das sieht halt ein bisschen teilweise so aus, als müsste ich, könnte ich hier nicht an die Wände laufen oder gefühlt nicht auf dem Boden, auch wenn das natürlich Schwachsinn ist, weil das so mega aussieht wie irgendwelche Lava. Ich habe mich aber echt nicht mehr erinnert, dass der Modus so ein Design hat. So, hier haben wir ein Traumfreunde-Tor. Und werden jetzt selber zum Speerwaddle, die Assistenztypen. Ja, das hat jetzt nicht viel mit meinen Abilities zu tun. So, Feuer nehmen wir uns mit. Ja, gibt Sinn. Also, in dem Modus könnte es wirklich, wirklich knifflig werden. Okay. Das wollte ich auch gerade sagen. Das war jetzt irgendwie nicht so schwer. Was muss ich hier machen? Oh Gott. Beseitigen? Gerade nicht. Aber jetzt kommt noch einer von oben, den ich dann hochtransportieren muss. Oh Gott, das wird ja ganz los. Ach, es kann aber auch mehrere auf einmal geben. Ich dachte, es wäre jetzt wieder nur für ein Herz. Ja, dafür habe ich jetzt halt keine Freunde mehr. Junge, bist du lebensmüde? Hier links? Hä? Ich fand das jetzt irgendwie nicht so schwer. Ja, aber ich habe da schon auch gesehen, dass da was Blaues ist. Kann man sich mal gönnen. Ich bin gerade echt relativ angespannt, muss ich sagen. Auch, ich weiß nicht, manche von euch wissen das vielleicht. Ich hasse einfach Passagen, in denen man irgendwie zerquetscht wird. Fragt mich nicht warum, aber davon gibt es in diesem Level so viele. Oh, geil. Oh Gott.
Ja gut, recht gut. Das war unten und B. Oh Gott. Und man hat nur einen Versuch jeweils. Es war nicht close, nein! Jesus Christ, Alter, dieser Modus macht mich jetzt schon fertig! Wir sind 10 Minuten drin! Hm. 17 von 30, also hier in der ersten Stage sollten eigentlich alle drin sein, wenn ich hier das Ziel erreichen will. Gib mir Wasser. Gegenfrage, kommen auch irgendwann mal andere. Ja, okay. Das war ja noch recht locker. Ich nehme mir Wind mal. Wind. Danke. Hier lieber noch mal gucken, aber ne. Gott, dieser Modus. Man merkt auch, ich rede ziemlich wenig. Okay. Oh, natürlich. Ich bin dumm. Nee, ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Oder? Scheiße. Da ist noch... Ja, das kriege ich aber nicht mehr. Digga, dieser Modus. Was ist das? Ja, ein Herz haben wir jetzt schon mal verpasst. 15 können wir verpassen in diesem Modus. Wenn es bei dieser Stage bei einem bleibt, bin ich zufrieden. Ist das irgendwie auf Zeit? Noch nicht. Super. Ja, dann helft mir mal. Gut. Ich habe jetzt sehr viel Schaden genommen. Ich kann mal gucken. Okay, jetzt ist die Kochability weg. Ja, das Herz haben wir zumindest. Ich wollte das noch nicht öffnen, aber ich bekomme das hier trotzdem. Sehr gut. Ich habe dem nicht vertraut. Und das mit Recht. 4 Herzen fehlen noch. Moin, Kirby. Er gesagt, 3 Herzen fehlen. Noch eins haben wir ja schon verpasst.
Nein! Es ist nicht euer Ernst. Oh, ich hasse euch! Ich hasse es! What? Was muss ich machen? Ja, aber wie? Ja, aber wie? Digga, ich hasse. Traumfreund. Well. Ich bin großer Magolor-Fan, merkt man vielleicht. Den haben wir hier bekommen, den brauchen wir vielleicht. 2 Herzen müsst's noch geben. Och, leck mich. Kann ich erstmal gucken? Nee, ich sehe hier gar nichts. Ich hasse. Ach! Junge, ich hasse den Modus. Was? Was? Und ich muss alle Waddle-Dee töten. Wie? Es geht doch nicht. Nee, das war mir zu risky. Ja, der hinter ihm ist ja nicht so schlimm. Gott, meine Nerven! Well, das ist toll. Ja, wir haben das eine verpackt. Gleich noch nimm's! Okay. Oh Gott. Es war dann wohl der erste Abschnitt. Danke, Jesus. Gebt ihr uns noch einen Bosskampf? Wer hätt's gedacht? Ein Wispywoods. Ist das dein Ernst? Ich hab 3 Traumfreunde. Ich hab 3. Oh Gott, Alter, ich bin jetzt schon durch. Muss ich das wirklich spielen? Ich würde sagen, aber auch wenn die Folge recht kurz ist, machen wir keine zweite Stage mehr, die Folge. Es wird wahrscheinlich zu lang dauern. Sondern wir gucken uns dann gleich nochmal die Jukebox an. Also, Wispywoods, komm ran. Oh, das sind jetzt auch die stärkeren Versionen. Oh, cool, der... Ein anderer Wutz. Renn. Los, verbrennt ihn! Das will mich an meine Grenzen bringt. Oh, Scheiße. Mashen. Der macht mich gerade schon fertig.
jetzt so leid. Aber wann kommt da auf einmal neue Äpfel? Digga, willst du mich pflanzen, Keck? Willst du mich pflanzen? Ich verliere den Kampf, hä? Ich hab keine Chance. Ja. What the fuck? Und das ist der erste Boss? Was? Okay. Ja, vor allem meintest du gerade nicht irgendwas von wenig Leben? Der hat gefühlt keinen Schaden gefressen. Oh Gott. Ich glaube, das mit der Jukebox wird tatsächlich auch nix. So, Achtung, ich muss jetzt genau den Move machen. Hier ist besser als das an ihm dran stehen. Ja, außer natürlich, er macht den Scheiß nicht. Aber okay, bisher läuft der Kampf besser. Jetzt kommt aber wieder der Move. Das Problem ist auch, wenn auf der anderen Seite einer meiner Kollegen stirbt, dann überprüft das heftig, aber ich kann nichts ändern. Ja, hat wohl keinen Bock drauf. Mehr Damage. Scheiße, Stimmies. Könnt ihr euch gegenseitig wiederbeleben? Ja, ich kann nicht dodgen. Digga, einfachster Boss. Digga, was soll der Sicher-Safe-Modus jetzt schon? Hilfe. Puh. 29 von 30. Der Boss. Und das war das erste von vier! Das ist schön. Das ist schön. Ich brauche jetzt erstmal hier Speicher nur. Ich spiele jetzt ganz bestimmt nicht weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder Abo da. Ob es mir gefallen hat, ist eine andere Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö.